Thug is filmed before a live studio audience. Donna, your rack is wicked awesome. Stop it! You're retarded. No, you are! Oh! Nice catch, dumbass! Knocked out? Yes! I'm just doing that chick a favor! You're retarded! Yo, check it out. The first stage of the competition is over, and leading by 50 points is... my team. Yeah! Nothing. Holy crap, it's Polly! Oh, yeah, look out! Pooper going through! Please keep your hands inside the corner body while you take a drink, bitch! Yeah, that was awesome! Oh, man, look at that! Give me that pad. Launch a local. That's 100 points, slackers, and that's a win for us. Which also means it's time for you losers to face the Wheel of Loogie. Phil, why don't you do the honors, fat boy? Okay. Cut one loose. Ouch. That means one of us is going home. Damn, Tony's team, circle up around me and let's see who's getting the boot. If I could leave our soon-to-be departed skater with just one final word, it would be... fire in the hole! That sucks. Bing! Later, Bergquist! Everybody else, let's hit it! We're heading to Spain! Yeah, I'm driving! ¿Qué pasa? Welcome to Spain! Here's the skinny. With Bergquist gone, you're gonna have to get extra ridiculous. I suggest starting off with the Hiroshima snot rocket, but here are some other things you might try. Hallo Menschen, willkommen zurück zu Let's Play Tony Hawk's Underground 2. Ja, ihr habt's mitbekommen, wir haben 1000 Punkte erreicht, die höchste Punktzahl, die es übrigens in diesem ganzen Spiel gibt. Und, ja. Ja, ihr habt's im Video gesehen, Bob Bergquist musste gehen. Wen nehmen wir denn? Nehmen wir Jack Muska. Oh, Textnachricht. Hallo? Stell dir vor, Steve O ist jetzt auch dabei. Finde mich, dann zeige ich dir ein richtiges Gefährt, nicht so ein Cocktailkleid auf Rädern, das sie Skateboard nennt. Ja. Ja, auf alle Fälle, wir haben es geschafft. Wir sind in... oh, fuck. Nein, wir sind nicht in... oh, fuck. Erstmal Kamera umändern. So. Jawohl, so wollte ich es haben. Hopp. Ja, wir haben viele tolle Ziele. Jetzt muss ich mich erstmal wieder an die Steuerung eingewöhnen. Was zum... nein! Meine Herren, hey. Ja, das Fokusproblem wurde immer noch nicht behoben. Leute, was kann ich dagegen tun? Ich bin echt ratlos. Okay. Wuhu! Und... da komme ich nicht dran. Und wenn ich so... nein. Ja, da gibt es schon so viele Ziele, die wir erledigen müssen und... okay, den Mülleimer haben wir schon. Ja, so. World Destruction Tour.
Ob das auch im Real Life klappt, wenn ich dir volle Granate gegen die Mauer fange? Ah, now the girls will love me. Mhm. Jo. Mhm. Hier riecht's nach Stiermist. Mach dir deinen eigenen Phönix. Aha. Berühre nicht den Boden. Ja, ich will ihn speichern. Minecraft 2, genau. Oh, Leute, ich habe Neuigkeiten für euch. Für euch alle, betreffend. Draconia ist bald wieder aus ihrem Erholungsurlaub zurück. Ja! Das heißt, es gibt wieder Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Genau, 2 von 5. Und, tja, was? Dann habe ich soweit schon mal eine Liste erstellt. Besser gesagt, wir haben dann schon mal soweit eine Liste gestellt. Ich habe mich mit ihr unterhalten, wo sie etwas Zeit hatte. Und... Oh. Dabei sind einige überraschende Sachen rausgekommen, die ich mir selbst nicht vorgestellt hätte, was für ein Scheiß dabei rauskommen würde zum Let's Playen. Aber ich werde euch nichts verraten. Das ist nämlich eine Überraschung, was alles Let's Played wird. Also, ich selber bin da echt zum Teil... Hab ich gedacht, da... Aber, ja komm, eins kann ich schon mal so viel verraten. Es gibt etwas, das ich geschworen habe, nicht zu Let's Playen. Und ich war doch recht schnell überrascht, wie schnell ich meine Meinung änderte. Oder was heißt, wie schnell ich meine Meinung änderte? Ja, dass dabei dies herausgekommen ist, dass dies Let's Played wird. Ja, also, ich bin echt überrascht. So, ich muss noch Stimmis. Au, warum laggt das jetzt? Das darf nicht wahr sein. Boah, das laggt übel. Woran liegt das? Ich habe doch alles beendet. Internet ist aus, alles ist aus. Haben die schon gelehrt. Jawohl, bring den Müll weg. 150 Punkte hätten wir schon mal erreicht. Wunderbar. Es laggt, wieso laggt das? Jetzt sitzt noch gnadenlos die restliche Folge weiter laggt, mal zusehen, woran das liegt. Weil ich meine, so kann man das echt nicht spielen. Oh, fuck, zu weit. Ah, wunderbar. Ob das geht. Boah, so kann es echt nicht weitergehen. Ja, ich werde diesmal nur eine 10-Minuten-Aufnahme machen, die restlichen. Also ich hoffe, dass ich das Fehler so schnell wie möglich beheben kann. Weil sowas ist echt mit anzusehen, diese Lags. Ja, die FPS-Zahl, die geht gerade tierisch runter. Keine Ahnung warum. Wieso? Entweder... Das kann nicht sein. Wuhu. Autsch. So, jetzt gucke ich noch, dass ich einmal eine tolle Punkte hinbekomme. Verdammt. Okay, erstmal mein Skateboard in Brand. Nein. Hier. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Mach jetzt einen Phönix! Oi, was? Ich bin schon wieder eine Nachricht. Weeman. Angeblich hat jemand 100 Punkte dafür bekommen, dass er mit einem Laubbläser ein paar Spanier und filzdreckige Unterhosen mitnimmt hat. Oh ja, das war ich. Ha, du stinkst. Widerlich. Und dafür soll man Punkte kriegen. Naja.
Oberste. Oberste Etage. No way, you found me. Check out my mechanical bull. It's time to get totally shopping cart, schmopping cart, bam. Stier. My bull's rad, yeah. Yeah, Ventilatorenboost. Flips an der Barcelonas besten Spots. Okay, ja. Nein. Ja. Ja. Okay. Leute, ich... Nein. Wechseln. Leute, ich werde hier Pause machen. Ich werde zusehen, dass ich mal gucke, woran das liegt, dass es so runtersteht. Ich würde mal sagen, ja, bis gleich.